und herzlich willkommen. Ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Und ja, wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten. Und zwar sind wir auf Alderaan angekommen und sollen unser Holo-Terminal benutzen. Und das werden wir tun. Jedi, der Rat ist über eure Ankunft auf Alderaan höchst erfreut. Bis vor kurzem war Alderaan noch ein Teil der Republik. Doch heute steht der Planet kurz vor dem Zusammenbruch. Kurz nach der Abspaltung wurden sowohl die Königin als auch der Thronerbe ermordet. Der Thronräuber Burus Ulgo kam an die Macht. Ein Bürgerkrieg brach aus. Klingt nach einem ungastlichen Ort. Wer ist die Zielperson? Meisterin Sidoni Garen, eine der besten Strategen und Diplomaten des Jedi-Ordens, hat hier auf Alderaan kurzzeitig den Kontakt abgebrochen. Sie hat sich seitdem zwar wieder gemeldet, schweigt jedoch über die Gründe des Kontaktabbruchs. Meisterin Sidoni leitet die Friedensverhandlung auf Alderaan. Wenn sie von der Seuche befallen ist, könnte dies den gesamten Friedensprozess gefährden. Gibt es Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Meisterin Sidoni hat mit Hala Morgana zusammengearbeitet, dem Kopf des diplomatischen Korps des Hauses Organa. Findet Meisterin Sidoni und stellt sicher, dass es ihr gut geht und dass die Friedensverhandlungen nicht gefährdet sind. Okay, das klingt doch mal ein wenig einfacher als normal. Oh, ich habe ein galaktisches Handelsnetz. Hammer! Ach ja, habe ich ja gekauft. Ah, habe ich ja Vermächtnis gekauft. Ah, ja. Stimmt ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich unten auf Alderaan. Okidoki, da sind wir jetzt auf Alderaan und wir machen uns mal auf den Weg zum Haus Organa. Boah, das Ding ist, das wirkt einfach so scheiße langsam, ne? Boah. Aber Alderaan, da gibt's doch unseren Ausbilder auch. Ich meine schon. Normalerweise müssen wir uns dann da wieder mit Fertigkeiten neu eindecken können. Also langsam sollte was verfügbar sein. Ja, Gleiternavigation 2. Wollte ich doch schon sagen. 24 oder sowas müsste das doch kommen. Wo bin ich denn hier? Da oben muss ich hin. Ja, leck mich an, Eier. Wie soll ich denn jetzt da? Boah, ey. Am Arsch der Welt. Ey, und nicht mal ein Taxi hier, oder was? Boah. Das ist ja mal richtig ätzend. Ja, ich weiß, ich habe noch keine Punkte verteilt. Das muss ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich weiß aber auch noch nicht mal, ob ich den richtigen Fertigkeitsbaum für mich gewählt habe. Muss ich auch noch mal gucken. Weil ich nicht weiß, wie der andere aussieht. Was ist denn hier los? Boah, wie viele Jedis sind denn hier jetzt? Jetzt mal ehrlich. Da ist das Haus Organa. So, gibt's hier irgendwo? Ja, da drinne. Meister Elmel. Der Elmel. Mein Gott, ey. Ja, manche Jedi, finde ich, haben einfach saumäßig beschissene Namen. Da finde ich die Sith-Namen schon deutlich, ja, cooler. Also, alleine schon Lord Vivica. Das klingt mysteriös. Aber Lord Elmer. Meister Elmer. Finde ich schon ein bisschen Banane. Boah, hier haben wir wieder was. Ich kaufe das mal eben kurz alles hier. Weil dann kann ich das demnächst auch wieder herstellen. So. Oh. Aufwertungen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Adaptivrüstungen. Nichts. Okidoki.
Willkommen, Jedi. Ich bin Hallam Organa, der Leiter des diplomatischen Korps des Hauses Organa. Und dies ist mein jüngerer, besser aussehender Bruder, Lou. Also wirklich, Hallam, so darfst du nicht reden. Dein Alter verleiht dir eine stattliche Erscheinung. Ja, sehr stattlich. Ich habe so einige Jahresringe um die Taille herum angesetzt. Nun, Jedi, was kann ich für euch tun? Man hat mich geschickt, um Meisterin Sidoni Garen in ihren Bemühungen um Frieden zu unterstützen. Ah ja, Meisterin Sidoni. Eine wirklich bemerkenswerte Frau. Ihr habt sie eben gerade verpasst. Sie ist beim Friedensgipfel. Ein Friedensgipfel auf Alderaan. Stellt euch das vor. Ich werde sie für euch kontaktieren. Aus offensichtlichen Gründen ist der Ort des Gipfeltreffens geheim. Aber eure Unterstützung ist ihr gewiss willkommen. Hallam Organa. Es tut mir leid, aber ich bin gerade äußerst beschäftigt. Das Gipfeltreffen fängt an. Der Hohe Rat der Jedi hat mich geschickt. Ich soll den Friedensprozess unterstützen. Ihr seid Meisterin Yuons Schüler, nicht wahr? Es ist ja sehr nett, dass der Rat euch geschickt hat, um mir zu helfen. Aber dies ist eine heikle Angelegenheit, bei der ein Padawan nichts verloren hat. Ich habe meine Prüfungen bestanden und ich denke, der Rat weiß, was er tut. Nur offizielle Repräsentanten der Häuser dürfen dem Gipfeltreffen beiwohnen. Was würden die anderen Häuser sagen, wenn das Haus Organa einen zusätzlichen Jedi entsendet? Und ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu diskutieren. Entschuldigt mich bitte. Meisterin Sidoni, tut mir leid, Jedi. Sonst ist sie gar nicht so. Gibt es noch einen anderen Weg, beim Gipfeltreffen dabei zu sein? Naja, Meisterin Sidoni sagte, dass nur die offiziellen Vertreter teilnehmen dürfen. Leider ist Organas Vertreter schon dort. Hal, Haus Teral, du weißt schon, das mit der hübschen Tochter. Könnten die nicht von unserem Jedi vertreten werden? Ha, mein Bruder ist ein Genie. Das Haus Teral braucht unbedingt einen Vertreter, aber dieser Usurpator Ulgo hat ihre Hoffnungen zunichte gemacht. Wenn ihr ihnen helft, ihre Feinde zu besiegen und ihre Ehre wiederherzustellen, machen sie euch bestimmt zu ihrem Abgesandten. Hoffentlich hat das Haus Teral Verwendung für mich. Ganz bestimmt. Sie stecken bis zum Hals in Schwierigkeiten. Lord Teral bewohnt den letzten Besitz seines Hauses, eine Enklave nahe den Ulgoländereien und den Killiknestern. Ich werde ihn wissen lassen, dass ihr kommt. Und Obacht vor den Killiks. Diese Insektenleute sind ziemlich aufbrausend. Okidoki. Oh, Level 28. Ja, die war nicht nett, die alte Jedi-Frau da. Hier müsste doch unser Lehrer auch drinne sitzen. Ja, da ist er. Zack, zack. Da ist er. Ein Jedi sollte immer an sich arbeiten. Möge die Macht mit euch sein. Mein Gott, diese Vibration hier. Boah. Das ist übel in den Augen. So, jetzt brauchen wir ein Toxi. Weil ich glaube nicht, dass ich Lust habe, bis dahin zu laufen. War ich richtig? Jo. Da ist er. So. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Gibt's nichts nach unten? Doch, hier bin ich. Haus Organa Taxi. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann fliegen wir halt bis zum Haus Organa Taxi und von da aus weiter. Weil es scheint nicht wirklich was zu bringen hier. Wie fliegt der denn? Der kann doch einfach auf. Hupsa. Mann. So. Gelandet. So, dann schnappen wir uns jetzt mal den Gleiter.
der jetzt unglaublich schnell ist. Oder auch nicht. Ja, aber wenigstens haben wir jetzt 100% erreicht. Ja. So. Einfach diesem Weg hier folgen. Ist ja mal entspannt hier, wa? Weil nichts greift uns hier an. Nichts will uns tot sehen. Super. Also momentan noch nicht. Wir sind ja auch noch nicht hier fertig. Level 46, eh die Hüte dran. Nerf. Ein Flatterwandler. Nein, Flatterwedler. So ist richtig. Eine Manka-Katze. Ich guck mal kurz, was man hier jetzt auswählen könnte. Machtwelle. Ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, das hier nehme ich mal. Ich glaube, das ist ganz gut. Mag aber sein, dass das falsch ist oder so, aber ja, Neuverteilung oder sowas kann ich immer noch später irgendwann machen. Hauptsache, ich komme im Moment erstmal damit klar. Tool. Das Haus-Tool ist krass. Oh, beinahe runtergefahren. Ja, Angeber. Boah, dieser Weg, der ist so scheiße lang, ne? Das hier ist noch nicht entdeckt. So. Entdeckt. Müssen wir da rein? Nee. Oh, ein großer Flattermann. Also Alderaan finde ich auch ziemlich cool. Also genauso wie Taris und Yavin 4 finde ich auch ganz cool. Also gibt schon ein paar echt coole Planeten hier, muss ich wirklich sagen. Also bei gewissen muss ich auch wirklich sagen, da merkt man einfach, wie viel Liebe zum Detail in diesem Spiel überhaupt steckt. Also Alter! Hey, jetzt ist mal gut hier, ne? So, Kamehameha. Bam. Ach, falsches Spiel, ne? Da ist noch so ein scheiß Drecksviech, ey.
Geno Hagua Buntacho, Chubalong Haku, Yasa Un Kubas, Taja Bakta Tun Bunko. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wanta Humpa, Muri Rava Fupa, Jibampa Wula, Makinsa Likikava Dumpa Stupa. Es ist mir eine Ehre. Makinsa Likikava Dumpa Stupa. Ja. So, und... Oh. Alter, die gehen mir mit dieser Scheiße auf den Sack, ey. Mann. Ey, die schleudern mich hier rum. Ich kann dagegen gar nichts machen. Oh, da kommt der Vogel schon wieder. So. Aber das haben wir hier erfolgreich hinter uns gebracht. Wana wada blota wijawa. O wama wanka matuske. Buka kampak nijit. Tonka yiliska chanaga. Okidoki. Seid ihr Lord Teral? Ich bin hier, um euch beim Friedensgipfel zu vertreten. Jedi? Ja, Organa sagte mir, ihr würdet kommen, aber nun, es ist kompliziert. Das gesamte Haus muss 9 Delegierten zustimmen und niemand wird einem Fremden die Zustimmung geben. Ja, natürlich, aber das Haus Teral ist derart tief gefallen, wir haben nicht einmal mehr die Kraft zu hoffen. Es wird mehr als nur mein Wort brauchen, um sie zu überzeugen. Es ist mir eine Ehre, als Jedi dem Haus Teral in jeder erdenklichen Form zu dienen. Wirklich? Nun, wenn das so ist, in Ordnung. Nachdem unser ursprünglicher Delegierter ermordet wurde und Ulgo uns in dieses Loch gebracht hat, hätte ich fast die Hoffnung verloren. Erzähl einfach von unserem Plan, Vater. Richtig. Die Lage des Hauses Teral ist derzeit unsicher. Unser Feind, das Haus Ulgo, will uns vernichten. Ihre Armee steht vor unseren Toren. Das Haus Teral braucht einen starken Verbündeten, wenn wir überleben wollen. Wir brauchen das Haus Organa. Eine Allianz mit dem Haus Organa scheint mir durchaus möglich. Das hatten wir gehofft. Wir haben dem Haus Organa eine Allianz durch Heirat vorgeschlagen. Meine Tochter Fasha sollte Lu Organa heiraten. Doch das Haus Teral ist schwach. Und einige im Haus Organa fürchten, wir könnten sie mit nach unten ziehen. Wir müssen Organa beweisen, dass das Haus Teral sich selbst gegen seine Feinde verteidigen kann. Wir brauchen einen Plan. Sagt mir, über welche Ressourcen ihr verfügt. Ich fürchte, ihr seid unsere einzige Ressource, Jedi. Wie ich schon sagte, die Streitkräfte des Hauses Ulgo stehen vor den Toren und drohen damit, uns aus unserer letzten Festung zu vertreiben. Doch Ulgos befehlshabender General Astavox ist ein Söldner mit einer sehr vagen Vorstellung von Loyalität. Wenn wir ihn gewinnen können, können wir die Belagerung brechen. Ich werde sofort in Verhandlungen mit Astavox treten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich werde das Haus Organa sofort kontaktieren, sobald ich vom Ende der Belagerung erfahre. Okidoki. So, aber das nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff.
Und mir bleibt da nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.